Gestern hat ein Trader einer großen Investmentbank, den ich sehr, sehr schätze, gesagt, also wenn morgen die Erzeugerpreise, respektive heute die Erzeugerpreise niedriger ausfallen oder wenn sie höher ausfallen, das wäre schlecht. Es wäre am besten, wenn sie genauso ausfallen wie erwartet. Warum sagt er das? Nun, wenn die Erzeugerpreise höher ausfallen würden, würde die Fed vielleicht die Zinsen nicht senken. Und wenn die Erzeugerpreise niedriger ausfallen, dann gibt es ein anderes Problem, nämlich die Firmen können ihre Preise nicht mehr an die Konsumenten weitergeben. Und so sehen wir heute eine wundersame und extreme Rallye, weil man sich sagt, ja, ist doch super, man konzentriert sich jetzt auf die eine Seite der Medaille, nämlich die Erwartung, dass die Fed die Zinsen senkt, vergisst aber so ein bisschen, dass das Ganze in die Margen geht, dass also die Firmen nicht mehr diese Preissetzungsmacht haben und das ist die eher problematische Seite der heutigen Erzeugerpreise, aber Nasdaq Rally und der Nasdaq vor allem, der hier zulegen kann, der ist jetzt an zentralen Widerständen, der ist von unten kommend jetzt an den gebrochenen Aufwärtstrendkanal wieder rangelaufen. Wird der Sprung darüber gelingen, schauen wir uns das ganze Setup mal an. Also die Erzeugerpreise niedriger, vor allem Ex-Food und Energy nur 0,0, also unverändert. Final Demand dann auch zum Vorjahresmonat 2,2 statt 2,3. Ohne Food und Energy, also in der Kernrate 2,4 statt der 2,6, also deutlich niedriger. Okay, das war natürlich jetzt erstmal für die Aktienmärkte eine gute Nachricht, weil die noch sehr stark eben auf diese Zinsfrage offenkundig fokussiert ist. Wir sehen, dass Energie sogar positiv beigetragen hat bei den Zahlen aus dem Juli, die heute ja veröffentlicht wurden. Und das ist wieder mal ein Treppenwitz der Geschichte. Im Juni haben wir gesehen, dass sowohl die Benzinpreise in den USA als auch die Ölpreise deutlich gestiegen sind, aber bei den Erzeugerpreisen wie auch bei den Inflationsdaten war der Effekt negativ auf die Preise angeblich, seasonal adjusted und so weiter. Und jetzt hat man wieder seasonal adjusted, aber die ganze Geschichte sogar ein bisschen wieder nach oben jetzt diesmal manipuliert. Ohne Energie wäre nämlich diese Headline PPI, die bei 0,1 statt 0,2 war, vielleicht sogar bei 0 oder sogar minus 0,1% gewesen. Und hier sehen wir das mal mit dem Ölpreis. Das ist der Ölpreis im Juli, sehen wir, der ist gefallen und wir sehen auch die Benzinpreise, das hatte ich heute Morgen schon gezeigt, die sind stabil geblieben, die sind nicht gefallen, also es ist eigentlich keine Rede davon, dass Energiepreise gestiegen sind, das wird sich faktisch ändern, dann jetzt bei den Augustdaten, da der Ölpreis ja deutlich gestiegen ist, aber wahrscheinlich werden sich die Statistiker in den USA auch dazu etwas einfallen lassen. So oder so, wir sehen, dass die Zinssenkungserwartungen deutlich hier nochmal einen Push bekommen haben. Man erwartet jetzt überwiegend mit einer größeren Wahrscheinlichkeit sogar eine Zinssenkung der Fed am 18. September von 0,5%. Ziemlich dicke Zinssenkung wäre das und die Frage ist, ich glaube nicht, dass das wirklich passiert. Warum? Weil die Fed mit einer 0,5er Senkung ja das Signal geben würde, es stimmt etwas nicht mit der Wirtschaft. Und jetzt kriegen wir in dieser Woche am Donnerstag noch die Einzelhandelsumsätze. Wir kriegen noch einige Daten, Consumer Confidence, New York Empire, Philly Fed und so weiter, die darüber Auskunft geben, wie die Wirtschaft dasteht. Aber das wäre nur dann zu rechtfertigen, wenn wirklich jetzt ganz, ganz miserable Daten kommen würden. Mal sehen, was da passiert. Aber insgesamt sehen wir fast so viele wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr erwarten jetzt niedrigere Zinsen und vor allem erwarten auch so viel wie noch nie niedrigere Anleiherenditen. Und das könnte ein Problem sein. Das ist meistens ein Kontraindikator. Meistens liegt gerade, was die Anleiherenditen betrifft, die heute zwar gefallen sind, aber übergeordnet könnte das ein guter Kontraindikator sein. Aber das ist das Thema mit den Margen. Hier sehen wir mal CPI minus PPI, also Verbraucherpreise minus Erzeugerpreise. Erzeugerpreise sind die Preise ab Fabrik. Also das, was die Unternehmen, die Produkte herstellen, an Preisen verlangen, wenn diese Produkte sozusagen rausgeschickt werden. Und wir sehen, das war eine Zeit lang wunderbar. Da hatte man riesige Differenzen, weil eben die Margen hier wirklich kunterbunt wunderschön gewesen sind, aber das wird sich jetzt ändern. Wir kriegen dazu ja morgen die neuen Inflationsdaten. Da kann sich das nochmal verschieben, aber das wird auf jeden Fall ein Thema und das ist das, was hier auch vor allem im Bereich Trade Services und das ist der Bereich, der bei den Erzeugerpreisen jetzt deutlich nachgelassen hat, nämlich Services. Da sehen wir, dass hier vor allem
Großhandel und Retail Margins, also Einzelhandelmargen, offenkundig einen ganz, ganz schweren Schlag bekommen haben, und zwar schon so viel wie seit Jahren nicht mehr. Also die Firmen haben echte Probleme, die Preise weiterzugeben an die Konsumenten. Das funktioniert nicht mehr, und so haben wir heute die Meldung bekommen von Fortune, die sagen, 20% der Amerikaner haben ihre Sommerferien gecancelt wegen den hohen Preisen, die ja in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind. Auch wenn die Inflationsdynamik sich abgeschwächt hat, sind ja die Preise nicht gefallen. Knapp 50% machen Budget-Cuts, um ihre Anforderungen zum Monatsende bedienen zu können. Das ist natürlich schon ein echter Schnaps. Und dann Home Depot heute mit einer super interessanten Aussage. Hier sagt man, was die Kunden uns immer wieder erzählen. Ja, wir lesen doch überall, dass die Zinsen sinken werden. Also warten wir mit dem Kauf, bis die Zinsen sinken. Denn die Amerikaner kaufen ja gern auf Pump. Und je höher die Zinsen sind, so die Logik, umso teurer wird dieser Kauf auf Kredit. Die Kredite oder die Kreditzinsen richten sich faktisch nicht nach den Leitzinsen der Fed, sondern nach den Kapitalmarktzinsen, die sich wiederum vor allem an der 10-jährigen Anleiherendite hier orientieren. Aber das ist sozusagen hier der Punkt. Wir warten einfach, bis die Zinsen sinken, weil dann die Finanzierungen günstiger werden. Das ist die Erwartung der Leute. Und Home Depot ist ein dickes Unternehmen, hat an die 200 Milliarden Umsatz im Jahr. Zählt zu den 20 größten Unternehmen in den USA. Die Aktie zunächst mal unter Druck gewesen aufgrund dieser Aussagen und dieser Zahlen. Man hat praktisch seinen Ausblick gesenkt, weil man gesagt hat, ja, die Konsumenten, die spielen nicht mehr mit. Es gibt aber eine gute Nachricht heute, nämlich die kleinen Unternehmen, die beim NFIB Small Business Optimismus Index befragt werden, die sind jetzt deutlich optimistischer geworden. Allerdings, sie haben nach wie vor ein ganz, ganz zentrales Problem, und das sagen sie, das ist die Inflation, vor allem eben die Löhne, die Kosten für Arbeitnehmer. Das ist das große Problem, das sie haben, und vor allem die Unsicherheit, wie Sie unten in diesem kleinen Chart sehen, die ist deutlich gestiegen. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie geht es politisch weiter? Wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Man weiß es nicht so genau. Man reagiert vielleicht auch auf diese Einbrüche an den Märkten jetzt, die wir hatten. Man weiß nicht genau, wie jetzt die Politik sich weiterentwickeln wird. Harris oder Trump, was wird da kommen? Und morgen kommt auf jeden Fall eben der Inflationsbericht aus den USA. Wir sehen Erwartung 0,2 und 3,0 Headline und 0,2 und 3,2 Core, also Kernrate. All das ist jetzt, wenn es denn so käme, viele haben ja jetzt wahrscheinlich ihre Erwartungen gesenkt nach den niedrigen Erzeugerpreisen heute, wenn es denn so käme, wäre das mit Sicherheit keine Steilvorlage für die Fed, die Zinsen um 0,5% im September zu senken. Aber wir sehen auf der anderen Seite, immer mehr erwarten jetzt, oder immer weniger Leute erwarten eine starke Ökonomie. Also da ist man durchaus skeptischer geworden bei der von der Bank of America befragten Großinvestoren. Rezession ist jetzt das große Risiko. Heute haben die Märkte nochmal Inflation und Zinsen gespielt, aber Wirtschaft und Rezession ist das Thema, was sich jetzt Stück für Stück wahrscheinlich in den Vordergrund schiebt. Nicht mehr die Zinsfrage und auch nicht mehr die Inflationsfrage, aber die Inflation dürfte hartnäckig bleiben, die dürfte nicht verschwinden, die dürfte verhindern, dass die Fed jetzt mal eben, wenn die Wirtschaft nicht komplett absäuft, einfach ganz entspannt die Zinsen so stark senkt, wie die Märkte das erwarten. Wir haben dann eben auch, und das zeigt sich auch bei den Earnings Revisions, wir haben jetzt ganze 6 Wochen in Folge negative Earnings Revisions gehabt. Jetzt in der letzten Woche das erste Mal positive Earnings Revisions wieder. Also nicht so wirklich gute Aussichten für das, was da kommen wird eigentlich. Und jetzt kommen wir zum Nasdaq. Da ist wieder viel Jubel. Ja, siehst du, es geht doch nur nach oben. Das war alles nur ein ganz klitzekleiner Einbruch vielleicht, aber eben vielleicht auch nicht. Denn wir sehen, der Nasdaq ist jetzt ganz sauber an seinen gebrochenen Aufwärtstrendkanal rangelaufen. Das wird jetzt ein Kampf, das wird ein Struggle werden. Wird es gelingen, diesen Aufwärtstrendkanal, dass man da wieder reinkommt? Die Amerikaner sind sehr technisch unterwegs, und wir sehen nicht nur diese gebrochene Aufwärtstrendkanallinie, sondern wir sind jetzt eben auch bei diesem Abwärtstrendkanal von oben kommt. Das wird jetzt eben ein heißer Kampf zwischen Bullen und Bären. Die Bullen sind schon wieder sehr, sehr siegessicher. Es ein bisschen trunken, und das ist für mich dann auch wieder eher eine Kontraindikation. Wir sehen jetzt in den letzten 10 Handelstagen und auch heute, dass wir mindestens eine Handelsrange von mindestens 2% haben. Das ist jetzt etwas, was wir
ja schon länger nicht mehr gesehen haben. Bullenmärkte sind normal langsam steigende Märkte, so wie im Jahr 2017. Da ging es so jeden Tag 0,2% rauf. Und François Trahan sagt hier, also der Zyklus zeigt normalerweise, dass die Volatilität deutlich zunimmt, 2,5 Jahre nach Beginn des Zinsanhebungszyklus durch die Fed. Kein perfekter Indikator, aber eine Beobachtung, die sehr oft zugetroffen hat. In der Börsengeschichte wird es diesmal auch so sein. Wir sehen ja schon die Volatilität. Zuletzt nach oben, vorletzte Woche und Anfang letzter Woche eben sehr deutlich nach unten. Kommen wir nochmal kurz zu KI. Huawei will jetzt oder sagt, man ist dabei, einen Chip zu entwickeln, der Nvidia Konkurrenz machen könnte. Und es würde mich ja schon wundern, wenn jetzt Nvidia auf Jahre hinaus konkurrenzfrei wäre. Also kein anderes Unternehmen, auch die Chinesen nicht, es schaffen, irgendwie einen vergleichbaren Chip zu entwickeln. Mal sehen, wie weit sie damit kommen. Aber das war natürlich schon ein Problem für Nvidia, die heute deutlich im Plus ist. Und apropos KI, wir sehen heute, dass Firmen wie Google und Microsoft mehr Strom konsumieren, mehr Elektrizität konsumieren als manche Länder, die viele Millionen Einwohner haben. Also Google und Microsoft fast so viel wie Nigeria. Ein Land, das immerhin über 200 Millionen Einwohner hat, Tendenz steigend, das mal nur am Rande. China macht allerdings weiter Schwierigkeiten. Wir sehen Kreditvergabe heute schwächer, die Daten sind heute gekommen. Kreditvergabe ist ein Vorindikator für das, was dann in der Wirtschaft kommt. Und hier zeigt vieles, vieles nach unten, wie vor allem Michael Sarve hier sehr gute zeigt. Und das, was an den Märkten nach unten gegangen ist, das hat Spuren hinterlassen beim ZEW. Heute ziemlich scharfer Einbruch, eben weil hier Analysten befragt werden. Beim IFO werden Firmenlenker befragt. Hier werden Leute befragt, die nicht so nah wirklich an der Wirtschaft dran sind, sondern sehr stark oft agieren nach den Börsenkursen. Das hat also in der Summe letztendlich wenig Aussagekraft. Was Aussagekraft hat, ist, dass die Löhne in Deutschland so stark steigen wie seit 10 Jahren nicht mehr, und zwar inflationsbereinigt. Und das ist ein Segen und ein Fluch für die EZB zugleich. Einerseits brauchst du höhere Löhne, damit die Konjunktur irgendwie an Schwung wieder gewinnt. Auf der anderen Seite ziehst du dir natürlich Inflation rein. Hier sehen wir mal die realen und die nominalen. Also nominal ist mit Inflation, real ist inflationsbereinigt. Da sehen wir, wie stark das hier nach oben geht, weil eben auch die Inflation ein bisschen nach unten gegangen ist. Und die geht nach unten, weil die Wirtschaft nicht gut läuft auch. Tim Höttges, der Telekom-CEO, hat gesagt, wir deindustrialisieren gerade Deutschland. Die Investitionen, sagt er, die laufen nicht mehr in Deutschland, die laufen ins Ausland. Und vom Ausland nach Deutschland eben auch kaum mehr. Und solche Leute wie der Volkswagen-Chef, der eben meinte, dass die E-Autos die Zukunft sind, dann stellt sich eben die Frage, naja, warum brauchen wir dann Subventionen, warum brauchen wir Privilegien für E-Autos? So richtig schlüssig ist das nicht. Warum sind sie dann teurer, trotz dieser Subventionen, als normale Verbrennerautos? Das sind die Fragen, die man stellen muss. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Tech-Aktien haben erhebliches Ausverkaufsrisiko laut Citigroup und man bezieht sich da auf einen bestimmten Markt, an dem Positionen nach wie vor sehr, sehr tief unter Wasser sind nach dem Fall der letzten Wochen. Sehr interessant, wie ich finde. Gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die 2. Empfehlung, meine Damen und Herren, die Bank of America zeigte, dass die Investoren nach wie vor sehr optimistisch sind. Es ist also jetzt keine Katerstimmung, aus der wirklich die ganz, ganz große Hosse normalerweise dann entstehen kann, weil alle negativ sind. Das Gegenteil ist der Fall. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch diesen Artikel gerne empfehlen. Jetzt hoffe ich, Servus und Ciao.